So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Endlich fängt es mal wieder an. Wir haben eine kleine Pause gemacht wegen dem Insider-Treffen, aber jetzt fangen wir endlich mal wieder an mit diesem wunderschönen, wunderbaren Spiel. So, da wir das Spiel jetzt neu gestartet haben, sind wir jetzt hier im Kokiri-Wald. Ich glaube, letztes Mal bin ich extra zur letzten Stelle hingelaufen. Aber ich weiß leider nicht mal die letzte Stelle, weil es so lange her ist. Von daher starten wir jetzt von hier. Wir müssen sowieso jetzt erstmal zu dem nächsten Ort. Und der muss auf der Karte ja eingezeichnet sein. Gucken wir mal. Suras Reich. Okay, das ist gleich in der Nähe von Kokiri-Wald. Da müssen wir gleich mal gucken. Also ich weiß es sowieso. Also was mache ich euch was vor? Also ich weiß nicht, wo es ist. Also doch, ich weiß, wo es ist. Aber, na, ja, ich versuche es halt ein bisschen spannend zu machen. Also wir müssen jetzt zu Zoras Reich und das ist beim Fluss von diesem Fluss. Ja, wie dem auch sei. Nun gut, schauen wir mal nach, was wir so alles wieder erleben. Och, scheiße, ist ja Nacht, stimmt ja. Ich denke mir nichts Böses, auf einmal kommt ein Skelett raus. Ja, ja. Uah. Mann, ich habe mich echt lange drauf gefreut, wieder The Legend of Zelda Ocarina of Time aufzunehmen. Hoppla. Aus dem Grunde, weil ich halt dieses Spiel mag und es gerne mit euch Let's Playe. Na, was sagst du? Ich frage mich, ob Salia etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Ich glaube, das haben wir schon gelöst und irgendwie Skript hier Skype hier ewig hinein. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, das sollte ich gleich mal bearbeiten. Also, ich pausiere einmal ganz kurz. Bis gleich. Meine Güte, warum muss ich einfach jedes Programm immer irgendwie fragen? Wollen Sie wirklich das Programm beenden? Naja. Oh Gott, nicht diese Eule schon wieder, wenn ich die schon wieder sehe. Was sagt eigentlich der Mond? Wo ist der Superspeed-Mond? Ja, so nenne ich ihn ab sofort. Ach ja. Aber zuerst machen wir mal hier schön das Gras weg. Oh, so viel schöner Kram, so viel schöner Kram. Juhu. Hallo Eule, wie geht's? Ach nee, halt, ich mag dich ja nicht. Hallo, es sieht so aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Toraxo. Direkt vor dir liegt Soras Reich. Die Soras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Welches Schlaflied könnte es wohl sein? Schlaf, Kindchen, schlaf. Das muss eindeutig das sein. Ich habe mir ja neulich mal ein Video angesehen. Das finde ich schon krass. Also, da haben sie die Skyward Sword Musik rückwärts abgespielt, die Titelmusik. Was da rauskam, das war echt krass. Dieser Easter Egg, der ist so krass. Also, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das so sein kann. Also, wie die das hingekriegt haben, das ist schon unglaublich. Die... Scheiße. Scheiße. Oh, 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 was habe ich denn nun getan? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hilfe! Lass mich doch! Hilfe! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss fliehen, ich muss fliehen, ich muss fliehen, ich muss fliehen. Hilfe! Ah, Hilfe! Ah. Diese Hühner, sie wollen mich umbringen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Nur weil ich aus eine Bombe gelegt habe und außerdem das Huhn getroffen habe, es tut mir wirklich leid. Au, hört auf. Ich habe meine Lektion gelernt. Tschüss. Oh. Meine Güte, war das grausam. Jetzt müssten sie aber Gott sei Dank weg sein, oder? Ich habe mich doch entschuldigt. Also, was wollen die noch? Nein. Jetzt muss die Eule wieder da sein, ne? Und die Büsche. Kann man halt ein bisschen Rubine sammeln.
Naja, sieht so aus, als wäre ein bisschen kräftiger geworden. Kennen wir schon alles. Ja, ich bin eine dicke, fette Eule. Guck mal, ich kann sogar meinen Kopf verdrehen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich wacke erstmal mit dem Kopf. Ja, ich bin eine richtig dumme Eule und richtig groß. Ich habe auch riesengroße Augenbrauen, damit ich ein bisschen Aufmerksamkeit und cooler aussehe und viel ernster, weißt du? Weißt du, ich spiele gerne auf mein Klavier und deswegen bin ich eine dumme Eule. Tschüss. Ja, ich habe irgendwelchen Scheiß jetzt gelabert, macht mir aber nichts. Nun ja. Wir müssen uns jetzt entschuldigen. Oh, Huhn, es tut mir so leid. Hilfe, komm her. Ich tue dir den Scheiß nie wieder. Ich schwör's. So, man muss die Skyward Sword Musik einfach mal rückwärts abspielen. Da kommt das Wiegenlied von Zelda raus. Schon krass, aber es ist wahr. Ihr müsst es mal ausprobieren. So, ein paar Wundererbsen gefällig. Sie gehen nicht besonders gut. Wie wäre es mit 10 Rubine? Das Stück... Ja, gerne. Das Blöde ist, dass die immer teurer werden, ne? Wie wäre es mit 20 Rubinen? Ja, das ist das Doofe. Aber die sind später nützlich, um an ein paar Secrets zu kommen. Die brauchen aber ein paar Jahre zum Wachsen, deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Wo ist denn das Loch? Da. Da kann man die einpflanzen. Da kommt ein Sprössling raus. Tada! Tja, jetzt muss man nur noch warten, bis da draus was wird. Aber das kann sich noch ein bisschen hinausziehen. Okay. Ja, ja. Also ich habe auch neulich mal ein Video gesehen. Da hat ein Typ tatsächlich... Der hat mich erschrocken, weil ich nicht hingesehen habe. Aber der hat mich tatsächlich so ich war so erstaunt, wie er das gemeistert hat, das Spiel. Also zum Beispiel, ich erkläre euch mal eine Szene. Er hat in Dodongos Höhle... Hat er einfach mal... diese Krabbelminen da verwendet. Und ist dann damit... Damit hat er es geschafft. Unglaublicherweise. Oh, ich glaube, da komme ich nicht hoch. Der ist mit unglaublicherweise geschafft... Da mit, tja, wie soll man es sagen, die Augen zu öffnen, ohne die Bomben zu holen, hat er es geschafft, diesen Dungeon zu besiegen, zu schaffen. Das finde ich schon krass. Aber wie dem auch sei, Alter, Huhn, nein! Was, es ist weggeflogen? Ich brauch dich, Huhn. Ach, leck mich doch. Hauptsache, ich komme wenigstens an diesen Herzcontainer hin. Ich glaube, das Huhn ist weg. Ja, in der Tat. Nein, ich habe es eben gehört noch. Ah, ich will gegen die Strömung ankommen. Oh, ich habe es geschafft. Na, ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Mist, ich komme da nicht hoch, ne? Aber immerhin sind hier Rubine und das macht mich glücklich. Oh, bitte sag mir, dass der Gockel wieder da ist. Ja, der Gockel ist noch da. Hurra. Aber wie dem auch sei, unsere Zeit ist um und ich schneide hier kurz und ich mache sowieso gleich weiter. Von daher, ich werde jetzt erstmal ausprobieren, ob die Parts, aber es schöner ist, wenn ich die Parts einfach mal jeden Tag Hallo sage und jedes Mal Tschüss. Ihr könnt entscheiden, ob ich das so mache oder anders, wie ich es vorher mal gemacht habe. Naja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.